Ein Lautsprecher sendet einen Ton mit einer Frequenz von 1000 Hertz aus. Klein a, wie viel Zeit braucht der Ton, um 500 Meter zurückzulegen? Klein b, berechne die Wellenlänge des Tons und die Schwingungsperiode der Membrane des Lautsprechers. Klein a, wir wissen, dass die Frequenz 1000 Hertz beträgt und dass die zurückgelegte Distanz 500 Meter beträgt. Was wir suchen, ist die Zeit t, die wir in Sekunden ausdrücken. Und um diese Zeit t herauszufinden, nutzen wir die Formel Geschwindigkeit gleich zurückgelegte Distanz geteilt durch die dazu benötigte Zeit, und als Geschwindigkeit des Tons in der Luft nehmen wir 340 Meter pro Sekunde. Wenn v d auf t ist, dann muss t d auf v sein. Hier ersetzen wir d durch 500 Meter und v durch 340 Meter pro Sekunde, und so finden wir als Zeit 1,471 Sekunde. In klein b beträgt die Frequenz immer noch 1000 Hertz. Was wir suchen, sind einerseits die Periode t, die wir in Sekunden ausdrücken, und andererseits die Wellenlänge lambda, die wir in Meter ausdrücken. Um diese zwei Größen zu finden, wenden wir diese beiden Formeln an. Die Frequenz ist der Kehrwert der Periode und die Geschwindigkeit, das ist die Wellenlänge geteilt durch die Periode, und als Tongeschwindigkeit in der Luft nehmen wir 340 Meter pro Sekunde. Beginnen wir mit dieser Formel. Wenn f 1 auf t ist, dann muss t 1 auf f sein. Jetzt brauchen wir dieses f nur noch durch 1000 zu ersetzen und finden somit als Periode ein Tausendstel einer Sekunde. Jetzt machen wir weiter mit dieser Formel. Wenn v gleich lambda auf t ist, dann muss lambda v mal t sein. In dieser Multiplikation ersetzen wir v durch 340 und t durch ein Tausendstel. Und somit finden wir als Wellenlänge 0,34 Meter.